Ich habe auch manchmal erwähnt, aus der Kirche austreten. Gut, ich habe auch noch Bischöfe und Priester. Und die, der eine ist feiner oder milder und der andere ist konsequenter. Und dann heißt mal so, mal so. Aber das letzte Wort habe ich. Das erste und letzte. Also hier. Ich meine damit, wenn ihr irgendwo in einer Kirche seid und ihr denkt, dass es noch gültig ist, dann bittet, jetzt komme ich wieder, dem Schutzengel, das euch sagt, wenn es Zeit ist, das zu verlassen. Weil, wenn ihr seht, oder es gibt in der Heiligen Schrift ein Wort, wo es heißt, wenn ihr an heiliger Stätte den Gräuel seht, dann flieht, damit ihr nicht teilhabt an diesen Sünden. Schutzengel wird es euch sagen. Ihr wisst, wo ich sage, wie ihr schauen sollt. Bei mir gilt, wie beim Apostel Johannes Nummer 1, Liebe. Es ist mir viel wichtiger, als ob du Mundkommunion oder das machst. Was nützt mir die Mundkommunion, wenn das Herz voller Sünde und Unrat ist, wo der Heil nachher hin muss? Das sind wie die Pharisäer. Auch da hat der Heiland gewettert. Er sagt, ihr putzt die Schüsseln von außen, sie glänzen sauber, aber inwendig sind sie voll morascht. Mir ist egal, Mundkommunion oder Handkommunion. Man sagt, ja, der Priester hat geweihte Hände, aber er hat konsekrierte Hände, nicht geweihte. Geweihte seid ihr auch. Ihr seid ja auch mit dem gleichen heiligen Öl gesalbt, in der Taufe und in der Firmung. Aber der Priester wird noch konsekriert, sodass er auch segnen und weihen und eben auch konsekrieren kann. Was ich natürlich unbedingt verlange, knien. Wenn der allmächtige, gewaltige Gott hier kommt als Speise und wir meinen, hör damit, gell? Nein, stehend. Amerikanische Stehbarmanier, oder? Das gibt's nicht. Also nicht aus der Kirche austreten, nur wenn ihr wollt den Glauben bewahren im Herzen, dann müsst ihr euch zurückziehen vor dieser falschen Lehre, was da vorgeht. Und wenn man sieht, wie der Priester mit dem Heiland umgeht, hinwerfen fast, wollt ihr da mitmachen? Wenn der Heiland so brutal behandelt wird, 70 bis bald schon 80% der Priester, das hätte bald etwas gesagt, stehen den Engeln die Haare zu Berg an ihren Schützlingen, wenn sie Priester sind. Gerade wenn sie die Hostie, also den Heiland in die Hand nehmen, müsst ihr doch sehen, ob da Liebe ist oder nur Andacht. Andacht ist wichtig, aber noch wichtiger, und ich bin einmal einer, wo auf das Ganze drumherum, als zweite Stelle schon, das erste ist bei mir das Herz, die Liebe für Gott. Und das sehe ich, wenn man die Hände nimmt, der Heiland die Hand nimmt, wie sie sie wieder ablegen. Oder einfach wenn wir also dann das sehen, da kann ich noch nicht mehr dabei sein, mitgegangen, mitgefangen. Da muss ich mich irgendwann entfernen.
Und lasst euch das einfach vom Schutzengel sagen, wann ihr es solltet, wenn es so ist. Ich sage nicht 100% alle, ich sage ja 70-80%. Also gibt es immer noch Priester, wo man sagen kann, da kommt der Heiland gern in die Hände des Priesters. Also, nicht aus der Kirche austreten, aber mit den Schweinereien gegenüber dem Heiland am Altar nicht mitmachen, dann bist du teilhaftig. Corona, links oder rechts, die Linken oder die Rechten, wer sind jetzt die Guten? Ach, beide sind untermauert, unter, wie sagt man denn mal? Es gibt nur eine, weder links noch rechts, Gott! Und wo? In der Bibel. Aber die Bibel kann man total falsch verstehen. Die Bibel ist ja verfälscht, meine Lieben. Es gibt heute kaum eine Bibel, die nicht verfälscht ist. Reklamiert niemand. Denn es ist ja in fremden Sprachen geredet worden, bei uns in Deutsch. Aber der Heiland hat doch Aramäisch geredet. Also ist verfälscht, oder? Nein. Ja, doch, aber es gibt natürlich allerhand für Bibeln. Es gibt die Mormonenbibel, es gibt die Sieben-Tage-Adventisten-Bibel und es gibt allerhand für Bibeln. Obwohl ich jetzt katholischer, wenn man das mal so sagen darf, Bischof bin, so muss ich doch sagen, ja, das würde ich sagen, dass man die Lutherbibel kann akzeptieren. Es gibt dann die NGÜ, Neue Genfer Übersetzung, das ist vorwiegend für die, welche sehr einfachen Gehirnes ist. Das heißt, sie ist so geschrieben, dass auch selbst der Einfältigste es versteht. Aber da sage ich noch was, um eine Bibel zu lesen. Wenn ihr da lest, da oben, dann werdet ihr die Bibel nicht verstehen oder falsch verstehen, falsch interpretieren. Auch da wäre der Schutzengel eine Hilfe, hilft mir lesen. Aber vorwiegend Gott, der Heilige Geist, der Geist Gottes erbitten, dass er einem eröffnet. Denn auch in der Bibel entspricht man. Einmal sagt der Herr, ich bin nicht gekommen, das Schwert zu bringen. Am anderen Ort sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Der Tochter gegen die Mutter, der Sohn gegen den Vater. Und das stimmt ja heute. Sobald in einer Familie plötzlich jemand ein bisschen mehr oder zum Schwertbischof hält oder so, eine Sekte. Aber dass die Sekte, die große katholische Kirche ist momentan bald, merken Sie nicht. Wir gehen eben daraus, weil man sieht, die Predigten. Man hat das letzte Mal beim Amtspriester gehört, dass er von der Hölle was sagt. Vom Läuterungsort, also Läuterungsort, Bigfeuer sagt man. Nein, nein, wir kommen alle ja, in den Himmel. Nein. Und wenn man die Heilige Schrift liest, liest man auch, dass der Heiland sehr klar vom ewigen Feuer spricht. Ich höre also ehrlich gesagt nicht mehr auf die Linken, auch nicht auf die Rechten. Ich höre auf Gott. Und immer wieder sagt er mir, ich bin schon immer wieder, möchte ich dies oder jenes, und doch sagt der Heiland, leg's weg. Hör auf mich. Ein Kompass ist die Nadel, also Gott. Und der Schutzengel hilft mir.
Gott hat so viele Geschenke gegeben. Das Weihen, das Heiligen, das Segnen. Und mit Weihwasser oder mit Kreuz und Sakramente. Und was passiert? Heute, das hat schon lange angefangen, heute ganz besonders, das ist jetzt für die oberste Liga, wo ihr nicht kennt. Wunderbar, jetzt kann man mal prüfen, wie gehorcht das Volk schon der Regierung, das Ganze. Wenn wir mal eine Einweltregierung haben wollen, würden sie jetzt schon gehorchen? Mit der Angst schon. Und heute ist ja nur noch Angst, Angst, Angst vor dem Corona. Was hat aber der Heiland immer gesagt, wenn er kam? Oder was sagt er immer, wenn er erscheint irgendwo? Oder ein Engel oder die Gottesmutter? Immer wieder, fürchtet euch nicht. Und wer sagt, fürchtet euch, dann wisst ihr wer. Das ist der Gegenpart Gottes. Alles, was auf Angst steht, übrigens, Angst gebiert. Heute viel leichter und schneller als eine Frau gebiert. Lieber würde ich seine Mutter gebieren. Alles, was mit Angst zu tun hat. Und es kommt mir vor wie eine Schlange, eine Riesenschlange, wo euch hypnotisiert, die Regierung. Angst macht, Angst macht. Und da ist eine andere Schlange, gleich groß, die sagt, kommt zu mir, ich rette euch. Ja, nur einfach, da habe ich Rettung, da gehen sie hin, die Fresse. Man geht wie ein hypnotisiertes Hase, wo die Schlange wartet. Und also alles, was uns Gott geschenkt hat, darf man heute in der Amtskirche nicht mehr haben. Selbst an vielen Orten mit der Passette, also mit der Pinzette, haben sie den Heiland, den allmächtigen Gott gehalten zum Geben. Ja, der könnte ja dich krank machen, der liebe Gott, oder? An Gott. Jetzt habe ich nicht nur die Brille gehalten, ich habe tatsächlich dahin gezeigt. Die Kirche hat euch verraten. Aber ich sage noch einmal, keine Regel ohne Ausnahmen. Die gibt es noch. Wir Katholiken, Orthodoxen und noch gewisse kleinere Kirchen wie altkatholisch, christkatholisch, die haben noch die 7 Sakramente oder hätten sie. Und das alles soll jetzt also Gift sein. Früher, wenn Pest war oder sowas, ich meine, die ist auch gefährlich, eine gefährliche, die war gefährlich. Was hat man gemacht? Man ist in die Kirche geströmt, um zu beten. Und heute schließen sie die Kirche. Oder man kann nur an einem Banker hier, das sind natürlich kleine Bänke, und da sind sie noch 4. Da sind nur 3 in den großen Bänken. Wenn du auf Gott vertraust, dann geschieht dir nichts. Jetzt kannst du selber schauen, ob du dir vertraust oder nicht. Heute darf man ja nicht mal mehr die alten kranken Leute besuchen. Der Priester darf ihm nicht mehr helfen. Er darf nicht mehr Beicht hören. In den Altersheimen, in vielen Orten. Also alles. Merkt ihr denn nicht, wer dahinter steckt? Die Kirche wird das und das und das verboten und diese Hampelmänner von Bischöfen gehorchen der Regierung. Wenn die Priester wieder heute würden, so wie Gott es sie wollte, dann hätten wir heute auch in Europa Christenverfolgung.
Es fängt ja schon an im YouTube. Glaube, 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 sagt man heute. Glauben, das ist in Ordnung. Aber ich sage euch, das genügt nicht. Auch wenn ein Priester voll Glaube das macht, das ist nicht das, was Gott erwartet, sein Herz. Er erwartet Liebe. Und von einem Priester viel mehr noch. Glaube, Glaube. Mein Gott, der Apostel Paulus hat es so gut geschrieben in der Heiligen Schrift. Und wenn du das machst, dich sogar verbrennen lässt und deine ganze Habung gut verschenkst, aber keine Liebe hast, ist das nichts. Und das kommt doch darauf an. Das Allerstärkste ist die Liebe. Und deshalb kann sie auch wahnsinnig wehtun, wenn es da Disharmonie gibt. Schaut beim Priester, ist er nur andächtig und so? Oder liebt er Gott? Hat er Feuer für Gott?